Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2018-2 und besprechen möchte ich die Aufgabe Nummer 4. Bei der Aufgabe 4 geht es darum, die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs zu bestimmen, und zwar auf regennasser Fahrbahn, und zwar für den Grenzbereich, dass es eben noch nicht ins Schleudern gerät. Dazu machen wir uns eine kleine Skizze. Gegeben in der Aufgabenstellung ist der Radius der Kurve, die durchfahren werden soll. Der Radius der Kurve beträgt in der Aufgabenstellung R gleich 40 Meter. Naja, und man kann sich schon vorstellen, dass der PKW fährt jetzt also hier irgendwelche Loopingbahnen. In der Draufsicht von mir aus irgend so eine Kiste, mit der sich das ganze Gebilde hier bewegt. Und die